Ein Flugzeug der United Airlines musste im US-Bundesstaat Texas außerplanmäßig landen. Der Grund: Ein Hund hatte im Gang der Maschine sein Geschäft verrichtet. Das berichtet Business Insider unter Berufung auf eine Bestätigung der Fluggesellschaft. Der Vorfall ereignete sich auf einem Flug von Houston nach Seattle. Nach Angaben eines Reddit-Nutzers habe die Crew nach der Landung über 2 Stunden lang versucht, den Teppich des Fliegers zu reinigen. Das gelang nur teilweise, der Geruch ging nie ganz weg, berichtet der Passagier. Außerdem sei das für den Flug geplante Essen während der Reinigungsarbeiten schlecht geworden. Der Hund habe seinen Kot nahe der Toilette in der ersten Klasse abgelegt. Diese war dadurch als unbrauchbar eingestuft worden.